Das können wir auch zweimal steigern. Heilkunde. Selbstbeherrschung haben wir schon lange nicht mehr gesteigert. So. Menschenkenntnis überreden. Und den Rest bewahren wir uns mal auf. Ich brauche nämlich... Was brauche ich denn? Ich brauche auf jeden Fall 600. Na, 900 brauche ich. Und ich habe knapp 900. Die restlichen kriegen wir ja noch. Okay, Ardu ist mit Schwertern schon auf Maximum. Könnte aber... Etikette hat auf Maximum. Okay, Vorgrim. Ja. Hiebwaffen Maximum. Puh. Hallo, viele Steigerungspunkte, Lebenspunkte auf Maximum bringen. Was braucht er eigentlich noch für Fähigkeiten? Schildkampf auf jeden Fall und vielleicht Ausdauer. Wie ist seine Behinderung? Null. Gut, dann braucht er auf jeden Fall Schildkampf auf Maximum und Ausdauer. Und fähigkeitsmäßig wollte ich ihn dem Hammerschlag beibringen. Was ist mit Ardu? Ardu wollte ich da nichts beibringen. Der könnte aber noch Ausdauer und Schildkampf gebrauchen. Ja. Erhalten wir mal die Punkte fürs erste. Feiris, der können wir auf jeden Fall was geben. Clarum Purum und Balsam auf Maximum. Falkenauge und Acceleratus könnte sie auch auf Maximum. Und Armatrutz. Nee, übertreiben wir es nicht. Bleiben wir beim Armatrutz bei normal und vergeben ihr lieber ein paar Punkte hier rein. Wie viel braucht sie für ihre Sonderfähigkeiten? Sie braucht auf jeden Fall den Meisterschützen 300. Und Ausweichen. Ja, 600. Das dürfen wir zusammenkriegen. Okay. Damit haben wir das abgeschlossen. Wo ist sie? Hier. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Bitte beeil... Nein, ich... Ah, wie läuft Schulden eintreiben? nein. Mit ihm mal sprechen. Willst du mich wirklich bei meinen Geschäften... Zuta sagt, du wirst mir zuhören. Sagt er das? Glaubst du, ich helfe dir, weil du den Drecksorg glücklich gemacht hast? das ist eine wichtige Angelegenheit für mich. Ich suche eine Frau. Du suchst eine Frau. Und ich bin weder eine Vermisstenauskunft noch ein Witwenfreund. Wie meinst du das? Wie meine ich das? Möglich, dass du die anderen Ratsmitglieder als Fürsprecher gewinnen kannst. Doch danach wird alles an meiner Stimme hängen. Denn ich bin der einflussreichste Mann im Ort. Nun mach eine Halse. Super. Überzeuge erst die anderen. Okay. Der Tavernenkönig. Vielleicht kann die Wirtin mir noch was helfen. Süßer, wie kann ich dir helfen? Ich gehe mal lieber. Versprochen. Du war, da seid ihr ja wieder. Für einen Dukaten ziehe ich jeden Zahn und... Ich kann deine nein, Heilung brauchen wir nicht. Kann ich jetzt mit dir wieder reden? Ich bin gerade sehr gerne. Also, Yadira, ich... Nöp. Der kann mir auch nichts. Oder kann der mir vielleicht noch was über den Tavernenkönig sagen? Sehr erfreut, euch zu sehen. Fräulein Leti, zweimal den... Natürlich, Herr von Steingrund. Kommt sofort. Zweimal den Steinerweicher, hm? Das ölt doch die Kehle wie nichts. Ach, das brennt uns, ist ekelhaft. Ach, höchstens etwas gewöhnungsbedürftig. Aber begeht nicht denselben Fehler wie ich und trinkt den Steinerweicher mit anderen Getränken gemischt. Warum, was ist geschehen? Es ist mir bisher nicht gelungen, den genauen Ablauf des Abends zu rekonstruieren. Doch die Folgen waren... Okay, danke schön. Alles, was drin ist, Lady. Für den knapp... Ich bin gerade sehr beschäftigt. Kommt sofort. Müssen wir sie nochmal in der dunklen Ecke verwischen? Hey, Süßer! Geben wir erstmal einen Schnaps. Was? Dafür gibt es doch bestimmt einen guten Grund. Ein paar Treue haben die Brennerei zerlegt und den Schnaps getrunken. Ich habe die Kerle vertrieben, dem Brenner geht es gut und ich dachte mir, ich bringe wenigstens den Rest. Gut gemacht! Du kannst
anpacke, so wie ich es mag. Dafür gibt es meine Stimme und ordentlich Freibier, um den Trollgestank herunterzuspülen. Vielleicht kann ich dir helfen dafür, dass du es mir so leicht gemacht hast, deine Stimme. Du bist ja ein Schatz. Vielleicht kannst du das wirken. Ich habe da so eine Sache mit Rumpo, die mich traurig macht. Was denn? Der Captain? Was ist damit? Nein, ihn doch nicht so. Den Namen hat er doch nur, weil er so geschwollen redet. Früher, da hat er noch gesprochen, wie ich ihn mochte. Derb und immer frisch von der Leber weg. Naja, das will ich nicht früher vertiefen. Yadira und du, Rumpo, warte mal. Ja, dann ist er irgendwann auf Kaperfahrt gegangen und kam wie verwandelt wieder. Aus dem alten Barschbold ist dieser Stützer und Witwentröster geworden. So mag ich ihn einfach nicht mehr. Derben, hässlichen, aber ehrlichen Rumpo. Na, das ist ja was. Soll ich mal... Los nicht. Ich habe schon mit Sanraya, der Elfe, geredet. Sie will mir einen Trank brauen. Dazu benötigt sie nur eine Locke von Rumpos Haupt. Vielleicht kannst du diese ja besorgen und Sanraya bringen. Sanraya? Die suchen wir doch. Ich bräuchte kurz mal deine Hilfe. Ja? Wie kann ich dir helfen? Sag so nicht. Mal, Zitterfang, wann zahlst du... Liebeskummer der Wirtin. Der Gunst der Piraten. Wir sollen nämlich... Genau, Sanraya Lockenglanz finden. Das ist bei endlich eine vernünftige Spur. Du weißt ja. Wo ist die? Da ist sie. Ich bin gerade sehr... Also ja, dir. Okay. Wie läuft Schulden eintreiben? Ich wollte dich herausfordern. Jawohl, der Tavernenkönig nimmt die Herausforderung. Okay. Wie ihr... Herausforderung. Ja, ja. Wunder. Kein Fang. Schade. Nur kommen wir... Heftig. Und wer ist... Okay, kann ich jetzt nochmal mit dir reden? Ich bin gerade... Nope. Und ich kann seinen Krug wahrscheinlich auch gar nicht. Ich bin gerade sehr gerne. Bei ihr kann ich auch nichts kaufen. Kann ich bei ihr vielleicht welchen kaufen? Nein, nur Nudelholz. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Da seid ihr wieder. Für einen Dukaten ziehe ich... Der hat auch nichts. Da seid ihr wieder. Dann mal los. Nein. Ich gebe dir recht, aber so einfach ist das. Vielleicht hier hinten? Ich bin gerade sehr... Also. Sehr erfreut, euch zu sehen. Wohlan. Fragt. Habt ihr das Rauchen immer noch nicht abge... Wasser dran? Ein jeder hat hier schon einmal etwas von ihm gesehen oder gehört. Wenn ich jedoch wüsste, wo sich sein Hort befindet, dann würde ich sicher nicht in dieser übelriechenden... Ich habe da noch eine Frage. Fragt. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, derzeit verzichte ich notgedrungen. Meine Pfeife muss ich verlegt haben. Das ist gut für dich. Wohlan, diesen Witz erzähle ich nicht jedem. Er handelt von einem jungen Adligen, der kein Land erbte und ein Schiffsbauer wurde, der sich immer mehr verschuldete. Dieser Mann wurde von Piraten gefangen genommen, als er auf dem Schiff vor dessen Arbeitslohn seine Schulden begleichen sollte. Die Lösegeldforderung an seine Familie blieb ohne Antwort. Ihm blieb nur noch eine Perspektive. Bei jenen zu bleiben, die ihm sein Schiff und so die letzte Möglichkeit genommen hatten, ein ehrbares Leben zu führen. So wurde er selbst Piratenkapitän. Das ist kein Witz, das ist seine Lebensgeschichte. Okay. Wie läuft Schuldeneintrag? Der Tavernenkönig dankt. Herausforderer? Jawohl, der Tavernenkönig nimmt dir heraus. Gehen wir gleich die zu Tradition brechen? Niemand. Wie?
Herausforderung. Ja, 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 ja. Und wer? Ich kann echt nichts machen, hä? Muss mir wirklich was einfallen. Okay. Und da hinten können wir wahrscheinlich immer noch nicht rum. Da unten habt ihr nichts zu suchen. Hier oben spielt die Mutter. Okay. Die hält mich nur auf. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Kann ich noch mal einen mit dir trinken? Sehr erfreut. Fräulein Leti, zweimal den Stein. Natürlich. Und erzählte ich schon, wie wir einmal in der Nacht auf Felsen aufliefen, sodass ich gezwungen war. Ich heb es mir auf. Ihr könnt einfach nicht lange stillstehen. Okay, jetzt habe ich was. Ich bin gerade. Und wie kann ich dem das unterjubeln? Versuchen wir es mal. Wie läuft's schon? Herausforderung war? Nein, ich zieh mal zurück. Wie läuft? Herausforderung. Okay. Jawohl, der Tavernenkönig. Wieder leichte Proben. Ja. Nur kommen wir zur nicht hinschauen, Letty liebt. Ich lehne den Krug mit dem Spezialboy und dann du. Nicht hinschauen. Um, oder keiner von uns. Bleib ich König der Taverne. Auf die Schulze! Okay, jetzt können wir ihn aber nicht hinschauen. Letty liebt dich, glaube ich. Sie schaut immer so schmachtend drüber. Was, wie? Nein, sie sieht mich an wie immer. Gut. Nein, ich hab's deutlich gesehen. Schau nur, sie blinzelt sie wieder, Steinerweiche. Finger weg! Das ist mein Krug. Und Mist. Okay. Mist. Wir steuern hier gerade ein paar Dukaten zum Fenster raus. Das will ich jetzt noch schaffen. Aber dazu brauche ich Kuano. Dazu brauche ich Kuano in der Gruppe. Der für mich den Steinweicher reinschüttet. Und Vorgrims Betrunkenheit muss noch abklingen. Fyris, warte du mal wieder auf dem Schiff. Wie kann ich dir helfen? Natürlich. Und Kuano, komm du mal bitte mit. Ja, bitte. So. Vorgrims Betrunkenheit ist auch schon fast wieder abgeklungen. Gilter Schwert sind die Besten. Kommt und überzeugt euch selbst von dem Kommissar. Und jetzt wieder da oben rein. Habe ich den noch oder muss ich mir einen neuen besorgen? Nein, ich habe ihn noch. Ja, die Beschreibung brauche ich mir jetzt mal nicht durchlesen. Dum, 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 dum. Vorgrin säuft und Kuano spugelt das Zeug runter. Gut, komm her. Wie läuft? Okay. Jawohl, der Tavernenkönig. So. Wie? Okay, los geht's, Vorgrim. Heraus! Was? Jupp. Und kein Jupp. Nur kommen wir zur zweiten Runde. Ich wieder abhängen. Felix. Ah, köstlich. Und weg ist er. Gratulation! Unser neuer Tavernenkönig. Nur ohne Krone nützt euch der Titel überhaupt nicht. Wenn ich die Krone finde, werde ich es dir sagen. Ich bin gerade. So. Schnaps für die Stimme, Beutezug der Tavernenkönig. Orkenplage. Kann ich jetzt vielleicht darunter? Da unten habt ihr nichts zu suchen. Ihr seid. Nö.
Okay, wir haben das mit dem Tavernenkönig erledigt und einen Haufen Dukaten dafür rausgehauen. Egal. Die Genugtuung war es mir wert. Jetzt wollen wir aber erstmal wieder speichern. LP 036. Haben nicht so viel geschafft, wie ich gerne hätte in der Aufnahme. Aber vielleicht klappt es in der nächsten besser. Also bis dann.